Die Zwerge mit den großen Ohren, das sind die Papillons. Wie ihre Namensgeber, die Schmetterlinge, flattern sie durch den Garten der Familie Behrendt. Krieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt dort oben heiß. Hätten sie Flügel, würden die großohrigen Franzosen sicher mit den Schmetterlingen um die Wette fliegen. Das wäre den Behrendts allerdings nicht so lieb. Sie haben schon jetzt alle Hände voll zu tun, ihre Rasselbande zusammenzuhalten. Seit 8 Jahren sind sie den Papillons regelrecht verfallen. Dabei war ein Hund in der Familie nie geplant. Zum Papillon sind wir eher durch Zufall gekommen. Und zwar waren wir bei einer Familie zu Besuch, die hatten einen Papillon in Pflege. Und da habe ich gesagt, was ist das denn? Ich hatte vorher in meinem Leben noch nie einen Papillon gesehen, denn geschweige was davon gehört. Und wie der Zufall das so will, hat die Züchterin, wo der Papillon her war, noch eine Hündin. Es war 2000, da haben wir dann unsere Noelle bekommen. Und wir waren hin und weg. Seitdem sind noch Baccarat, Darina und Mia dazugekommen. Zusammen sind sie die Papillons von der Zwergenburg. Doch das sind noch lange nicht alle. Während die Großen sich draußen schon ein wenig ausgetobt haben, wartet drinnen eine Welpenmeute begierig darauf, rausgelassen zu werden. Bevor sie sich die Schnauzen platt drücken, ab geht's in den Garten. Dort gibt's viel zu erkunden. Zurzeit haben wir 2 Würfe, weil ich eigentlich nur 2 Würfe im Jahr mache. Und die mache ich immer im Frühjahr, dass die Welpen die Möglichkeit haben, in den Sommer rein groß zu werden, damit sie alles kennenlernen draußen. Richie, komm hier. Schön hier bleiben. Schön hier bleiben. Im Garten wird gespielt. Ab, hopp, ein. Nur manchmal ist ihre Entdeckerfreude größer, als es Herrn Behrendt lieb ist. Aber raus. Los, ab. Ab in den Garten. Im Garten wird gespielt, nicht unter der Tür. Ab. Auch wenn man als Betrachter schnell den Überblick verlieren könnte. Ingrid Behrendt managt das schon. Eigentlich, sage ich mal, habe ich das alles ganz gut im Griff. Und ob ich stehe auf dem Standpunkt, und ob ich nur 5 Welpen oder 9 Welpen habe, die Arbeit ist eigentlich dieselbe. Welpen erziehen sich untereinander. Und wie gesagt, ob ich 2 Waschmaschinen oder 3 Waschmaschinen wasche am Tag, ist vollkommen unerheblich dabei. Die Papillons haben schon Generationen vor den Behrendts die Menschen verzückt. Offiziell heißen sie kontinentale Zwergspaniel. Neben dem Papillon mit den stehenden Ohren gibt es noch eine hängeohrige Variante, Falaine genannt. Das ist die französische Bezeichnung für Nachtfalter. Sie gelten als eine der ältesten Spanielrassen und sind bereits auf Fresken des 14. Jahrhunderts zu sehen. Die langhaarigen Zwerge waren hauptsächlich in Florenz zu Hause, breiteten sich aber schnell in Europa aus, weil sie in Adelskreisen beliebte Gastgeschenke waren. Herr Behrendt weiß genau, was die Adligen an diesen Hunden schätzten. Man geht davon aus, dass sie zur Mäusejagd bzw. unter den großen Röckenkleidern als Flohfänger dienen sollten. Wenn wir uns zum Mittagsschlaf auf die Couch legen, dann sind sie auch Wärmflaschen. Dann liegt einer am Bauch, einer am Genick oder in den Fußkehlen. Dann sind sie alle mit da. Ihre Blütezeit erlebten die Papillons im 18. Jahrhundert im Rokoko. Damals tauchten auch die ersten Hunde der stehohrigen Variante auf, die Papillons. Eine der berühmtesten Halterinnen dieser Zeit war die Kaiserin Maria Theresia von Österreich. Also neben Bildern und Fresken gibt es noch ein besonderes Highlight. Das ist der Hund der Kaiserin Maria Theresia, der in Wien ausgestopft zu besichtigen ist. Wir selber waren noch nicht in Wien gewesen, um diesen zu sehen. Aber auf Bildern haben wir uns ihn auch schon angeguckt, beziehungsweise auch im Internet kann man ihn sehen. Und es zeugt eigentlich davon, dass diese Rasse ja schon ziemlich alt ist. Und dieser Hund in seiner Form oder Veränderung heute noch immer so aussieht. Die großen behaarten Ohren sind ihr Markenzeichen.
Der Papillon trägt sie stehend. Zusammen mit dem Kopfumriss erinnern sie an eine Schmetterlingssilhouette. Daher auch der Name. Das üppige Haar hat keine Unterwolle und wird an der Rute und den Ohren am längsten getragen. Dennoch sind die kleinen Hunde recht pflegeleicht. Viele Leute denken wirklich, dass aufgrund des langen Fells die Pflege sehr aufwendig ist. Aber genau das trifft nicht zu. Also wenn wir jetzt beispielsweise spazieren gehen und richtig Dreck und Matsch ist, dann wird er kurz abgerubbelt mit dem Handtuch, kurz mit der Bürste durch und dann ist er schon wieder picksauber. Das niedliche Aussehen und ihre geringe Größe von etwa 28 cm verleiten dazu, die Kleinen in die Kategorie Schoßhunde zu stecken. Doch weit gefehlt. Er mag das Schmusen und Kuscheln, aber er möchte auch toben wie ein richtiger großer Hund. Und deswegen sagen wir auch immer, wir haben Hunde und wir haben keine Schoßhunde. Denn alles, was man mit einem normalen großen Hund machen kann, kann man auch mit dem Papillon machen. Da sie ein ausdauerndes Temperament haben und gerne arbeiten, eignen sie sich für Hundesport aller Art. Frau Behrendt arbeitet mit einem Stab, der wie eine Art verlängerte Hand funktioniert. Er soll das Erlernen einiger Hundesportübungen erleichtern. Und dann bekomme ich sie wackerer durch die Stangen. Mit so vielen geht es natürlich nicht. Baccarat, hier ist dein Bein. Ja. Die Kleinen gucken lieber in die Röhre, während Herr Behrendt zeigt, wie es schon fast in Perfektion geht. Fein. Fein. Oh yeah. Belohnung in Form von Leckerlis ist immer wichtig, damit es irgendwann so gut klappt wie bei Mia. Wenn man ihn sieht, ist er eigentlich ein ruhiger Hund. Aber man soll ihn nicht unterschätzen. Ein Papillon muss auch mal richtig rennen. Und wenn wir auf der Wiese sind, dann staunen die Leute, wie schnell so ein Papillon eigentlich sein kann. Und er ist in der Anfangsgeschwindigkeit manchmal schneller als ein großer. Die Energiebündel lieben lange Spaziergänge. Sie geben sich aber auch mal mit weniger Bewegung zufrieden. Für gänzlich inaktive Menschen sind sie allerdings nicht empfehlenswert. Ein gewisser Jagdtrieb ist nicht zu unterschätzen. Sie stöbern gerne und verschwinden auch schon mal auf dem Nachbargrundstück. Der Papillon braucht eine konsequente Erziehung. Und wir raten unseren Welpenkäufern auch immer, wenn sie einen Welp zu Hause haben, schon bei Zeiten damit anzufangen. Ihnen zu zeigen, wer der Herr im Hause ist. Baccarat! Mia! Komm her. Denn nichts ist schlimmer, als wenn der Papillon einen dann auf dem Kopf rumtanzt. Baccarat, komm her. Eine weitere Eigenschaft ist für die Papillons typisch: ihre Eitelkeit. Sie lieben das Rampenlicht. Beim Spazierengehen machen sie um jede Pfütze einen großen Bogen, um sich ja nicht das Fell zu beschmutzen. Darüber müssen sie sich heute bei strahlendem Sonnenschein keine Sorgen machen. Während die Großen sich draußen richtig ausgetobt haben, üben sich die Welpen im Garten im Unfug machen. Also ein Papillon ist von der Sache her kein Kläffer. Man muss natürlich aufpassen, auch mit der Erziehung muss man ihn dazu erziehen, dass er kein Kläffer wird. Er ist zwar sehr aufmerksam, er meldet, wenn jemand kommt, aber das ist in verschiedenen Dingen eigentlich auch so erwünscht. Man kann sagen, dass der Papillon eine lebende Klingel ist. Man kann dem Papillon eigentlich nichts nachtragen. Weil wenn sie einen mit ihren großen Augen angucken und mit die Äuchchen aufstellen, dann kann man im Normalfall nicht widerstehen. Wegen des zerbrechlich wirkenden Äußeren neigt man dazu, die Papillons zu verwöhnen. Doch Achtung beim Futter, nicht übertreiben. Sie sollten nicht zu dick sein, weil alles, was zu viel auf den Rippen ist, schlägt sich natürlich auch auf das Herz nieder und auf die Lunge und auf die inneren Organe.
Ich füttere meine Papillons so, dass ich also den ganzen Tag das Trockenfutter stehen lasse. Sie bekommen einmal am Tag Feuchtfutter und habe damit also sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei richtiger Ernährung und genügend Bewegung sind die Kleinen robust und gesund. Ihre Lebenserwartung liegt bei 12 bis 16 Jahren. Die Zwergspaniel sind bekannt für ihre Harmoniebedürftigkeit. Diese Erfahrung haben auch schon die Behrens gemacht. Da der Papillon sehr sensibel ist, liebt er es, wenn Harmonie in der Familie herrscht. Das heißt, selbst wenn wir uns mal streiten, dann kriechen sie sich in ihr Nest oder in irgendeine Ecke und kommen dann erst wieder raus, wenn die Welt in Ordnung ist. Weil sie lieben die Harmonie in den vier Wänden. Sie leiden unter Lärm und fühlen sich bei lauten, hektischen Menschen unwohl. Sie erkennen die Stimmung ihrer Menschen und spiegeln diese auch wieder. Die kann mir in meine Seele gucken. Ich weiß ganz genau, was ich fühle und was ich denke und was ich als nächstes mache. Wir finden es eigentlich schade, dass der Papillon so wenig bekannt ist. Und das ist ja auch der Grund daraus, warum wir den Papillon züchten. Um ihn bekannter zu machen. Die Leute verwechseln ihn oft mit einer anderen Hunderasse. Und wir hoffen, dazu leisten, diese Rasse auch weiterhin zu erhalten.